Ja, hallo meine lieben Freundinnen und Freunde der Rundenstrategie. Weiter geht es im wunderschönen Spiel Millennia. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen hier zur nächsten Folge. Ich schalte schon mal meine Twitch-Überwachung ein, wenn es dann irgendwie klappt. Und ihr könnt währenddessen schon mal das Video liken und den Kanal abonnieren. Wir gehen weiter mit dem Kaiserreich, weiter in seiner Entstehungsgeschichte. Und da bin ich ja mal sehr, sehr gespannt, ob das klappt heute. Was das, was ich mir vorgenommen habe, dass ich nämlich irgendwann mal dieses Stadtlevel erweitern kann. Ich dachte, es wird normalerweise gefragt, also was es nicht tut. Und ich sehe es halt nirgendwo. Ich hatte auch mal kurz jetzt im Internet nochmal nachgeguckt, aber ich konnte nichts finden. Also wenn ihr da irgendwas wisst, wie ich eine weitere Stadt hinzufügen kann, ja, ist das wichtig für mich. Also das Regionslevel ist cool, dass wir auch weiter wachsen können und so. Das haben wir ja rausgefunden. Aber wie man noch eine weitere kleine Städtchen hinzufügen kann, das sehe ich, weiß ich gar nicht. Vielleicht wisst ihr, dann wirklich packt es mir in die Kommentare. Das wäre nämlich, ups, bin ja schocken hier. Wär ganz, ganz cool, dass ich da einfach ein bisschen weiterkomme. Weil ich möchte ja eigentlich auch weitere kleine Städtchen gründen. Und normalerweise müsste das eigentlich hier irgendwie drüber gehen. Aber das Spiel lässt es mich nicht machen. Also entweder ich übersehe etwas hier in diesen ganzen Menüs. Das ist auch durchaus denkbares Szenario oder keine Ahnung. Also Anwenderfehler ist nicht ausgeschlossen, ne? Weil statt erweitern, klar, logisch, aber sonst sehe ich jetzt hier nicht eine kleine Gemeinde noch hinzuzufügen. Wenn ich da draufklicke, komme ich hier in dieses Menü rein und da ist dann auch nicht wirklich was möglich. Also keine Ahnung. Ja? Ich kann hier zwar filtern und so, wenn ich möchte, aber dass ich da jetzt irgendwie was weitermachen könnte, das sehe ich jetzt leider nicht. Naja, Runde beenden, müssen wir erstmal damit klarkommen, was wir jetzt hier so haben. Weil, ja, wir haben ja diesen Vorteil eigentlich. Und den würde ich zu gerne nutzen, ne? Okay, das ist schon mal gut, dass die da sind. Die dürfen Wache halten. Ihr dürft schon mal vorrücken, das ist auch gut. So, Natalia hat jetzt den Rat gebaut. Wir müssen halt wirklich auf die Hygienesachen auch achten. Ist wirklich so, sonst haben wir echt ein Problem auf lange Sicht. Weitere Truppen dauern mir jetzt ehrlich gesagt zu lange zum Ausbilden. Ich habe Angst vor einer Krise, was Hygiene angeht. Deswegen jetzt erstmal hier auch nochmal ein Aquädukt. So, die hat es ziemlich übel erwischt. Das schicke ich sie mal schnell ins eigene Gebiet, soweit ich kann. Und der Anlegeplatz, der ist wirklich jetzt mal demnächst fällig. Weideland erinnert es mich ja. Nee, ich will hier jetzt mal einen Anlegeplatz bauen. Sehr schön. Sehr gut. Und was haben wir hier? Ein Nutzschiff. Juhu. Damit könnten wir Fische abernten. Welcher Fisch will ich denn haben? Den hier. Ja, bewegst du dich oder bewegst du dich nicht? Dankeschön. Den Fisch will ich eigentlich haben. Irgendwie was habe ich mich jetzt wieder mal verklickt. Ja, ist klar. Logisch. Diplomatie. Und zwei Runden, okay. Okay, die kann ja die Stadtwachen gebaut. Ihr kriegt jetzt zusätzlich noch Wachtürme zu eurer Verteidigung. Und dann dürfen wir schon wieder die Runde beenden. So schnell geht's. Nein, wir bleiben feindlich. Ihr habt einfach revoltiert. Vergisst es. Ach, die haben jetzt auch noch so kleine Mauerchen zusätzlich gebaut. Ach, wie schön. Da wird es für mich nochmal interessanter. Ne? Meinst du? Bewegung fortsetzen muss. Ja. Hier. Güter ernten, bitte. Bitte ernte uns die Fischleins. Das ist sehr schön. Wunderbar. Sowas wie einen Hafen haben wir hier gebaut. So, du bist weiter am Heilen. Das ist gut. Skip. Ihr müsst auch skippen. Jawohl. Und hier haben wir den Armbrustschützen erfolgreich verbracht. Sehr gut. Und dann haben wir hier bei Sammeln. Ah, das ist noch aktiv. Sehr gut. Dann geht's weiter.
Nächste Runde, auf geht's. Schauen wir mal, was uns erwartet. Hygiene. Eine deiner Regionen hat einen Bevölkerungswert von mindestens 11 erreicht. Regionen mit einem Bevölkerungswert von über 10 entwickeln ein Hygienebedürfnis. Das Hygienebedürfnis kann durch den Bau von Verbesserungen oder speziellen Hauptstadtgebäuden wie der Müllgrube oder dem Aquädukt befriedigt werden. Je größer die Bevölkerung einer Region, desto höher deren Hygienebedürfnis sowie Nahrung und Wohnraum. Wirkt sich auch die Befriedigung des Hygienebedürfnisses positiv auf das Wachstum einer Region aus? Okay. Ja, da sind wir ja dran. Wir versuchen es zumindest. Das ist der Einfluss, ja. Das ist das Einkommen. Das ist hier auf der Karte nur. Ja, das können wir mal so lassen. Also ihr könnt auf der linken Schaltfläche sehen, wie schnell. Das habe ich aber schon mal erklärt. Oh, wir dürften einen Vasallen integrieren, wenn wir das wollten. Plus 5 Punkte gibt es das ja. Nee, da will ich lieber wirklich den Gesandten haben, ne? Ja, das bringt mir mehr. Ja, die haben das jetzt mittlerweile hier unten auch schon angenommen. Das hatte ich ja ursprünglich mal vorgehabt, aber dieser Plan ist hinfällig. So, da haben wir jetzt direkt gesagt, es ist vorbei mit Friede, Freude, Eierkuchen. Okay, da ist deren ihre Armee. Die hat gerade mal nicht wenige Punkte. Wir greifen schon mal direkt das Stadtzentrum an. Verluste. Okay, der Kundschafter, da bleibt irgendwie in zweiter Reihe. Aber so erfolgreich ist es jetzt nicht gelaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir schicken Verstärkungen los. Nee, ihr müsst nochmal weiter heilen und dann Runde beenden. Ja, das sieht man, aber die Palisade, die hält da nicht mehr gut dagegen, muss man ganz ehrlich sagen. Das müssen wir auch upgraden, weil sonst haben wir da ganz schnell Schwierigkeiten. Ja, ich traue mich nochmal anzugreifen. Da fehlt immer so ein Itzchen noch. Okay. Na gut, der war wichtig jetzt hier. Schaden bleibt gleich, auch wenn die Truppstärke sich irgendwie... Okay, die Moral ist gebrochen hier. Das wird knapp. Ja, die zimmern, die Sperrträger zimmern natürlich heftig rein gegen den Kundschafter. Okay. Ja, das wollte ich eigentlich nicht irgendwie Bevölkerung noch töten und sowas. Und es gibt nochmal Chaos. So, die wurden jetzt eliminiert und gelten jetzt hier komplett als Barbaren. Das ist ja ganz gut, dass wir hier dann Verstärkungen reingebaut haben. Haben wir gerade erst erobert, ne? Dürfen wir nichts mitmachen. Dann fahren wir mal da lang.
Okay, ihr habt Wachtürme gebaut, das ist gut. Was machen wir mit euch als nächstes? Ihr kriegt jetzt auch erstmal ein Stadtzentrum. Ich verstehe das nicht. Das hat doch am Anfang auch irgendwie geklappt, dass diese Städtchen sich einfach erweitern ließen. Ich verstehe es tatsächlich nicht. Das muss ich echt mal nachgucken. Oh, Innovation sind wir jetzt schon sehr gut, dass wir da bald einen Bonus kriegen. Chaos haben wir leider viel zu viele Punkte. Das wird noch ein bisschen dauern, bis wir da was integrieren können. Ich akzeptiere einfach diese Revolte hier drüben nicht. Ah, es ist Erinnerung ans Weiterland. Wie schön. Traumhaft. Wie sind die denn verteilt? Ein bisschen Unruhen haben wir. Ah, Kriegsunruhen sind es ja. Ist ja nur ein kleiner gewesen, ein kurzer. Okay, da ist einer drin. Das soll auch da drin bleiben. Na ja, okay, wenn der hier anlegt, im Anlegeplatz gibt es Vermögen und sogar Kundschafterpunkte. Das ist auch cool. Gut zu wissen, du kannst auch da drin bleiben, ja. Im Grasland arbeiten halt sehr viele Leute. Das ist das. Wir sind einfach nicht so gut. Wir sind nicht gut aufgestellt, was die Bewirtschaftung angeht. Das ist ein echtes Problem. So viele Leute im Grasland ist halt natürlich nie. Könnte mehr gehen in den Gemeinden. Aber die haben sich auch irgendwie nicht weiter ausgedehnt, diese Städte. Das verstehe ich nicht. Okay, nächste Runde. Also wenn es einer weiß, dann bitte in die Kommentare packen. Okay. Innovation, Kutschenprozession. Die Bevölkerung drängt sich auf den Straßen von den Kikarianern, um einen Blick auf das königliche Familie zu haschen, wenn sie zum Palast kutschiert wird. Plus ein Kultur, nehmen wir mal an. Von mir aus. Dann sollen sie sich da lang kutschen. Okay, die haben angegriffen. Aua. Ein bisschen was haben wir da doch verloren, leider Gottes. Ja, Integration dauert jetzt wieder 50 Runden von der Stadt. Das ist natürlich echt mistig. Muss man mit diesem kleinen Gemeinde hier, das weiß ich auch nicht. Die sitzen da so mittendrin und mir nichts, dir nichts. Aber zumindest konnten wir diese Region jetzt erstmal wieder für uns beanspruchen. Okay. Gut, dann ziehen wir uns hier jetzt erstmal wieder zurück. Und das ist natürlich jetzt echt ärgerlich. Das hätte nicht passieren dürfen, ehrlich gesagt. Und das da dauert ja schon lange genug. Da kriege ich mehr Produktion für Palast, je zwei Einwohner in der Region. Das ist natürlich halt sehr geil. Und wir kriegen nochmal Wohnraum. Ich nehme aber die Produktion jetzt hier mit in der Hauptstadt. Erkundungs-EP Hammer. Wir könnten weitere Nutzschiffe erstellen, um noch mehr Nahrung abzugreifen. Wir könnten Territorium beanspruchen. Ja, hier, eine Stadt. Da ist es doch. Kann man mich da irgendwie dran erinnern? Das dauert noch 14 Runden. Oh, durch die friedliche... Ah, okay. Also geht es hier über Kultur. Okay, da muss ich kurz... Ja. Kulturstadt gründen. Kultur und dann Stadt gründen. Okay, cool.
Ich da wieder eine Stufe 1er Stadt und die muss ich dann wieder aufwerten und alles klar, ich verstehe. Nee, das will ich nicht machen. Oh, wir könnten einen Gesandten erstellen. Wird gemacht. Gehst dahin. Und dann skippst du erstmal. Ja, und wir gehen hier mal weiter. Sehr schön. Und erkunden ein bisschen was. Haben wir ja schon lange nicht mehr. Ja, ihr dürft hier erstmal weiter skippen und euch heilen, wenn das in diesem Territorium auch gut klappt. Hoffe ich zumindest. Oh, sehen meine trüben Tassen. Ein Siedler der Monopolianer. Sind auch wieder feindlich, wenn ich es richtig gehört habe. Brauchen ein bisschen Kriegs-EP, müssen wir ein bisschen kämpfen. Haben uns gerade einen Krieg erklärt. Die haben uns einen Krieg erklärt. Wunderbar, sehr schön. Haben uns die Behausungen zerstört. Großartig. Geht der Spaß jetzt also wieder von vorne los. Von mir aus. Darf ich da angreifen oder darf ich dann? Ich darf da nicht angreifen. Okay, dann gehen wir erstmal da rein. Gut, ja, das ruft natürlich jetzt auch die Bevölkerung, das ist auch stark. So, dann haben wir das ja auch mal gemacht. Sehr schön. Da weiß ich noch nicht, wie ich es nennen will. Aber zumindest haben wir es mal in unser Territorium integriert. Aber die Truppen, ihr müsst weiterrücken. Wir sind leider Gottes in einen Krieg geraten. Schon wieder. Okay. Hier könnten wir eine Kavallerie haben. Die will ich auch haben. Die Stadtwache verbleibt. Das ist natürlich ärgerlich jetzt. So. Tja, viele Kämpfe hier. Wir dürfen eine weitere Technologie wählen. Wir haben den Bau abgeschlossen. Das wird noch interessant werden für uns. Die Schriftgelehrten brauchen jetzt am wenigsten Zeit. Wir könnten das Zeitalter der Könige normalerweise übergehen, okay. Aber wir müssen jetzt erstmal auf die Verhütung gehen. Wir haben einen Stadtangriff, der wird hier rübergehen. Die werden wir schon mal schwächen. Zum Glück haben wir hier Verteidigungsanlagen und gut, dass das Spiel einen daran erinnert, dass es das möglich ist. Ich will dieses Gold haben. Eine Goldmine. Ja. Da will ich eine Erinnerung für. Okay, es gab hier einen Kampf, den wir verloren haben. Okay, komm, ich überspring's. Boah, das ist echt böse gelaufen für uns sogar.
richtig böse. Gut, da konnten wir jetzt nochmal Truppen erwischen. Hier rücken wir aus. Gucken wir ein paar erledigen. Traumhaft. Rennen ins Städtchen. Mhm. Huiuiui. Ja, weiter fröhlich erkunden. Danke. Ja, und ihr schnell zurück. Neuigkeiten aus dem Ausland. Flinksonia und die Tykonen befinden sich jetzt im Krieg. Sowas. Der nächste Krieg hier. Ausgebrochen. Nein, das brauche ich nicht. Das brauche ich eher für meine Truppenaufwertung. Regionslevel 5, Regionslevel 3. Ja. Wir haben das Aquädukt gebaut. Was machen wir denn in der Hauptstadt als nächstes? Sprich, eine Katapultbireme wäre natürlich mächtig auf dem Wasser. Aber wir haben halt jetzt einfach die Bedrohungslage. An Land. Ich vermute mal, dass Katapulte irgendeinen Vorteil auch bringen gegen die Verteidigungsanlagen von Gegnern. Die Frage ist nur, was machen wir? Wir sind im Kampf, wir sind im Krieg, wir brauchen Soldaten, das ist gar keine Frage. Aber ich errichte tatsächlich jetzt hier erstmal die Steinmauern. Dass es richtig hart wird, da anzugreifen. Dekantia hat es geschafft, ein Stadtzentrum zu bauen. Das ist toll. Du machst mir jetzt noch einen Speerträger da oben. Ich kann die Stadt nämlich nicht halten da oben, ganz alleine, wie sie da so rumsteht. Chaos, Überflutung in Beritos, okay. Ist aber nicht nett. Was ist hier los, sprich? Jawohl, hier wird mal angegriffen von uns. Das kostet mich 5 Verbesserungspunkte. Ich kann die Angriffe hier oben nicht dulden. Drückt aus. Stellt euch da dazu. Das werde ich verbessern direkt wieder, dass hier auch wieder zunehmende Bevölkerung ist. Die 27 könnten hier, die könnten das da. Das will ich nicht plündern lassen. Aber meine Armee ist nicht schlagfertig, um statt auszubrechen. Irgendein Tod sterbe ich jetzt immer, habe ich das Gefühl. Die Attacke geht leider nicht, weil die da genau auf dem Hügel drauf sind, okay. Dann kann ich das nicht ändern. Brauche jetzt aber auch keinen Gewaltmarsch machen, das akzeptiere ich einfach mal. Erinnerung an eine Mine. Kann das noch stimmen? Nee, kann nicht stimmen. Weil wir das andere repariert hatten. Okay. Oh, diese
Zerstörung gehen wir jetzt echt auf den Keks. Und Attacke. Ja, dann fliehen die nur noch. Steinbruch für 7. Mist, können die nicht zerstören. Okay. Aber den Krieg, den kriegen sie jetzt auch wirklich bis zum Schluss, wie soll ich sagen, von uns mit voller Wucht zu spüren. Also es ist nicht so, dass ich jetzt nicht, ich werde jetzt nicht nachlassen, ich werde jetzt nachsetzen. So viel ist schon mal ganz klar. Hier dauert es noch 31 Runden, bis diese Stadt wieder integriert werden kann. Hier sehe ich auch einen Kampf irgendwie. Auch wieder irgend so ein Barbaren-Freak, okay. Gut, okay, von mir aus. Tschüss, Mann. Na, du gehst am schnellsten noch mit 17 Runden. Ja, zum Glück haben wir ein bisschen Verteidigung mit Dekantia. Wie ist da die Bevölkerung verteilt? Okay, ihr zwei seid schon mal im Wald, das ist gut. Und ein bisschen in der Wüste wegen Produktion. Ja, komm, bleib da mal, dann wenigstens was gebaut in der Stadt. Mittlerweile haben wir ja auch ein paar coole Gebäude. Okay. Da dehnt sich Gebiet aus. So, wo haben sich unsere die feindlichen Truppen hingetan? Okay, hier. Greifen die an. Ihr schnappt euch die jetzt. Ein bisschen fummelig ist es manchmal, das Spiel, das sage ich euch gleich. Ein Schuss, ein Treffer, tot. Wieder rein in die Stadt. Die auch wirklich ein bisschen so Sachen jetzt hier drin. Guck mal, hier sieht man den Kran. Also ich mag das, dass das in der Stadt auch zu sehen ist, das eine oder andere Gebäude, muss ich ganz ehrlich sagen. Das finde ich richtig cool. So. Ihr hier. Was willst du denn? Anführer 2 befördern. Ich brauche denn zwei Anführer in der Armee drin. Unruhe Level 2. Ja, ist schlecht hier. Ich hoffe, dass wir das wieder in den Griff kriegen. Brauche ich dann auch Stadtwachen? Du hast den Speerträger gebaut. Das ist toll. Bei uns haben wir gleich Steinmauern da oben hin. Ja, Schuzu hat auch schon Steinmauern, so ist das nicht. Erinnerung an eine Stadt erweitern habe ich jetzt. Oder? Die Baukosten für Steinbrüche, die will ich jetzt erstmal reduzieren, ja. Schon die Tikon mit Nutzschiffen hier runter. Das wollen wir überhaupt nicht. Okay, unser Gebiet dehnt sich weiter aus. Sehr schön. Kultur dauert noch 8 Runden, bis wir da was machen können. Okay. Gekapol ist jetzt hier mit wunderschönen, fetten Stadtmauern. Das ist wichtig. So. Unsere Armee greift weiter an. Und vernichtet hier die restlichen Truppen. Gut. Damit hätte man das Problem schon mal gelöst. Das finde ich gut.
Und hier hätte ich gerne bitte eine Goldmine. So, jetzt haben wir plus zwei Einkommen, mit dem kann ich auch ein bisschen was tun. Ja, da kann ich nichts gegen tun, gegen diese Chaosereignisse. Und du sammelst mir hier den nächsten Thunfisch ein. Das ist richtig so. Bevor es mir mein Gegner alles wegschnappt, das wollen wir nicht. Ja, weiter. Hui, da geht's weit raus. So eine Gesamtübersichtskarte über die Welt, das fehlt mir so ein bisschen. So, die Unruhen nehmen ab, weil wir hier Truppen drin haben. Was baut denn Natalia gerade zur Zeit noch? Abgeschlossen, Aquädukt. Bauen die gerade nichts? Natalia ist inaktiv. Wie schön. Dann bitte Stadtwachen. Sonst kann ich meine Truppen hier nicht so gut einsetzen. Wir müssen jetzt erstmal dafür sorgen, dass wieder Ruhe einkehrt und dass sich die Bürgerinnen und Bürger sicher fühlen. Sicher fühlen. So, die Steinmauern sind fertig geworden. Bitte Steintürme noch dazu. Die Monapolianer, die sollen wissen, dass es hier wehtut, wenn sie hier kommen. Die Bevölkerung in deiner Region ist durch einen plötzlichen Ausbruch einer Seuche zurückgegangen. Okay. Lese ich jetzt nicht so gerne. Die Mopillonen sind weitergekommen. Okay. In das Zeitalter der Seuche. Okay. Eine große Seuche schlägt zu und reduziert die Bevölkerung auf 67%. Ausbrüche machen Verbesserungen unbrauchbar und reduzieren die Bevölkerung, wenn sie nicht gestoppt werden. Eine Pestdoktoreinheit wird in deinem Heimatland erstellt. Säubere Ausbrüche mit Pestdoktoren oder Verbesserungspunkte. Erzeuge Kultur pro religiöser Bevölkerung, indem du eine Religion gründest oder ihr beitrittst. Gründe eine Religion oder tritt ihr bei, mit Kulturkraft Religion gründen oder der Domänenkraft Religion übernehmen. Neue Nationalgeister werden freigeschaltet. Okay. Cool, wir haben das Zeitalter der Seuchen erreicht. Super! Das hat ordentlich reingezimmert. Ja, das hat richtig weh getan. Wunderbar, da wollten wir eigentlich genau nicht hin. Und hier haben wir jetzt so eine Seuche oder was? Irgendwie. Ausbruch unter Kontrolle bringen. Zu zahlen 5 Verbesserungspunkte. Ja, müssen wir sofort einen Halt gebieten. Aber das mit 4 Verbesserungspunkten natürlich. Schwierig, aber das müssen wir halt natürlich voranbringen. Ich kann mir jetzt hier keine großen Seuchenausbrüche mehr leisten. Mitten in einem Krieg, in dem wir uns jetzt hier gerade befinden. Schön. Spannung. Hui. Hier hätten wir das auch, aber ein Pestdoktor habe ich halt einfach nicht. Was ist denn das hier? Ja, die Frage ist, wo können wir den maximalen Schaden zufügen? Mit einer Armee alleine komme ich nicht gut gegen eine Stadt an. So ist das ist schon mal ganz klar. Da muss ich schon überlegen, was da am geschicktesten wäre. Ich könnte denen natürlich auch wehtun, indem ich anfange, genauso bei denen zu plündern, wie sie es bei mir getan haben. Die haben dort eine Weberei. Auf der anderen Seite wäre natürlich eine Einnahme ganz toll von so einer Gemeinde. Aber solange hier nichts gebaut ist, geht das nicht. Also keine Stadtwachen drin sind oder so irgendwas. Okay, hier ist so ein Pestdoktor. Okay, cool. Der kann jetzt hier hin. Und er kann es jetzt unter Kontrolle bringen. Ja. Okay, und der kostet mich dann nichts, was Verbesserungspunkte angeht. Okay. Was habe ich mir aufgeschrieben? Kultur. Kultur sind noch 7 Runden. Puh. Ich würde der Natalia so gerne mit einer weiteren Stadt versehen und so ein Zeug, ne?
Okay, die Stadtwachen bleiben hier. Wie viel haben wir denn auf der Kette? Ich finde es gerade zu spannend. Und beim letzten Mal wurden es viel zu oft unterbrochen, dass ich sage, okay, wir machen noch mal eine Runde. Auf jeden Fall. Ich würde schon gerne wissen, wie das weitergeht. Der Spaß hier. Okay, unser Kundschafter wurde angegriffen. Hat sich aber zurückziehen können, ne? Moral ist halt gebrochen. Schnell an Land. Da sind wir nämlich wieder geheilt. Weil es wurde nur das Schiff beschädigt. So, da ist jetzt die Stadtwache da. Das ist gut. Du kommst da rüber. Du kommst dahin. Und du gehst da rein. Und sorgst jetzt ein bisschen für Ordnung. Da oben haben wir noch einen Pestdoktor. Wir müssen jetzt aufpassen, dass er nicht irgendwie erwischt wird oder so. So, den haben wir mal von denen ihrer Truppe, haben wir den jetzt einfach mal wegrationalisiert. Muss jetzt einfach sein. Hier ist unsere Armee auch einsatzbereit. Vereint euch bitte mit der anderen. Kekapolis produziert noch nix. Katapult bitte. Und Natalia hat auch die Stadtwache fertig. Katapult bitte. Bin mal sehr gespannt, wie sich die Katapulte auswirken auf die Kampf- und Kriegsführung hier. So. Wo greifen wir an? Der heftige Schlag gegen die Hauptstadt hier. Ist aber schon cool mit so Zeitaltern und so Krisen und so Zeug. Schade, dass es nicht verhindert worden ist. Worden ist. Also die sind sehr, sehr erfahren hier, diese Truppe. Ich rätsel, wo ich angreifen kann am besten. Wir schicken euch schon mal ein bisschen vor. Viel können wir da nicht sehen. Aber die Monopolianer, die sollten sich jetzt warm anziehen. Es gibt jetzt gleich richtig Ärger. So, ich kann jetzt keinen weiteren Ausbruch zumindest in einer unserer Gemeinden erkennen. Deswegen gehst du jetzt erstmal da rein und skippst. Wir dürfen eine neue Technologie auswählen. Sehr gut. Die Verhüttung haben wir jetzt bekommen. Wir könnten jetzt auch ins Zeitalter der Seuche, aber ich mache jetzt erstmal die anderen Technologien fertig. Ich nehme jetzt einfach mal die Schriftgelehrten. Nein, die Künste finde ich besser. Weil die unsere Bevölkerung zufriedener machen. Ganz ehrlich gesagt. One more turn. Wie viel haben wir drauf? Oh ja. Wenn es 45 Minuten wird, wird es 45 Minuten. Ich glaube, dass ich mehr Kultur haben möchte. Ja, wir könnten das auch echt beschleunigen. Für Geld. Ich überlege sogar tatsächlich zu tun. Obwohl die Frage sich mir stellt, wenn ich mich hier ausdehnen will, um den Wein zum Beispiel zu bekommen, aber ich schaffe es, die Hauptstadt zu erobern, dann ist es ja eh egal. Aber jetzt die Hauptstadt einen Tiefschlag zu verpassen, das wäre natürlich auch ganz gut. Die Katapulte werden jetzt irgendwann demnächst fertig sein. Ich rück jetzt mal vorsichtig, aber bestimmt jetzt mal ein. Okay. Die Stadt hat überhaupt niemanden in der Defensive. Ist es euer Ernst? Und es sind nur Palisadenwälle mit Wachtürmen.
Ja, gehen wir weiter. Haben die Monopolianer wirklich gar nichts mehr? Wir greifen aber in dieser Runde nicht an, sondern erst in der nächsten. Oh, das will ich natürlich noch sehen, Leute. Können auch in der Kaiser-Dynastie mal ein bisschen was machen. Feng Shui, neuer Wohnraum. Ja, bitte. Es ist sehr zentralistisch, was ich hier spiele. Also, das ist schon die Absicht. Oh, ist wieder ein Seuchenausbruch. Dagegen müssen wir sofort vorgehen. Da gibt es Kämpfe. Los, Pestdoktor. Ja, ich möchte dies tun. Gut gemacht, kleine Pestdoktor. Kekapolis hat das Katapult gebaut. Katapult-Bireme. Ich will Macht auf der Küste noch bekommen. Okay, wir haben hier einen Hauptstadtangriff ertragen müssen, leider Gottes. Und sie haben mittlerweile Truppen hier. Attacke. Ich bin mal gespannt, ob die Truppen irgendwas ausrichten können. Autsch. Okay, ein Schwertträger ist die Moral gebrochen. Die Verteidigung fällt. Oh, Moral vom Anführer gebrochen, das ist natürlich schlecht. Mhm. Macht nichts. Wir machen weiter Druck. Den Wachturm mit der Armbrust anschießen, das ist natürlich ganz großes Kino. Autsch. Huiuiui. Die verteidigen sich aber ganz schön tapfer hier, muss man ganz ehrlich sagen. Oh, die haben hier aber auch Barbarenproblemchen, wie ich gerade sehe. Weh, die Barbaren nehmen das jetzt ein. Okay. Cool. Erneuter Seuchenausbruch. Du bist ja echt von Seuche zu Seuche hüpfen, ey. Das kennt ja gar nichts, das Spiel hier. Okay, das hat nochmal zu einem Kampf hier geführt. Ein kleiner. Oh Gott. Unruhen in Natalia. Okay. Eins am anderen. Erstmal du hier, so schnell wie möglich das hier weg. Und dann gehst du bitte als nächstes dorthin. Wir müssen diese Seuchen wegbekommen. So, unsere Armee ist ein bisschen geschwächt. Nur ein klein wenig. Kriegen wir alles gelöst hier. Es kommen Verstärkungen für die Hauptstadt, okay.
Ich könnte jemanden zum Anführer befördern. Okay. Wir greifen weiter an. Greifen sie nicht so auf den Turm an. Auf die Anführerin haben sie es echt extrem abgesehen, Pfad. Jawohl, Moral gebrochen. Turm zerstört. Komm schon. Yes, Mann. Fünf Bevölkerung wurde getötet, 110 Vermögen von der Bevölkerung geplündert, 145 Vermögen von der Regionsgröße geplündert und 20 Chaos erhalten. Danke. Die haben angefangen. Aber ich würde mal sagen, dass das ein sehr starker Erfolg war von unserer Armee. Wir haben zwar einen Haufen Truppen auch verloren, so ist das nicht. Aber jetzt sind wir hier auf einer Position angekommen, wo ich sage, das wird jetzt gleich ganz, ganz hässlich für meinen Gegner. Da ist das Katapult schon mal von uns. Das ist eine 48er-Truppe, da muss ich ein bisschen aufpassen. Zieh dich lieber da wieder hin, nach Natalia. Wir brauchen aber mehr Soldaten, das ist definitiv der Fall. Okay, das haben wir auch gemacht. Decantia möchte weitermachen, ja. Als nächstes baust du mir... Was baust du mir? Doch, wir machen Armbrustschützen. Dann ist diese Stadt zumindest recht gut verteidigt. Mit Speerträgern, Stadtwachen und nochmal, ja, dann können die sich zumindest wehren, falls sie dort oben angegriffen werden sollten. Das würde mich das dann jetzt kosten, die Kultur zu beschleunigen. Nur noch 52,52. Das machen wir jetzt. Wir haben jetzt genug Einnahmen da dafür. So. Jetzt haben wir einen Kulturbonus. Und könnten jetzt eines unserer Städtchen vergrößern. So. Die Frage ist, was ist am sinnvollsten? Wie es brennt alles, obwohl ich das ja alles gar nicht zerstört habe. Aber anscheinend ist es in dem Krieg wohl doch so, dass alle Verbesserungen hier zerstört werden. Eine Stadt gründen. Wenn ich das... Ich kann dies eh nicht so schnell anschließen. Jetzt habe ich die Stadt erobert. Muss die jetzt eigentlich in Anführungszeichen nur noch halten gegen die gegnerischen Angriffe. Und ich werde weiter vielleicht vorgehen müssen. In England würde ich Frieden fahren. Ja, die sollen um Frieden betteln. Wenn sie um Frieden betteln, nehme ich den. So. Wenn ich die Kante hier erweitern würde, dann komme ich hier an die Fische ran. Hier oben komme ich nur an dieses Wild, in Anführungszeichen, nur an dieses Wild ran. Ruhen, da. Aber die ganze Zeit meinen Plan, Natalia da zu verbessern, ne? Und jetzt tue ich davon wieder ab. Okay, dann passt mal auf. Ja. Wir gehen hier nach Kyra rüber. Und machen das schon mal so. In unserer Dynastie. Müllentsorgungsverbesserung. Die hätte ich auch gerne. Mehr Hygiene. Vielleicht reduziert sich das dadurch auch so ein bisschen alles, was Krankheitsausbrüche angeht oder die Anzahl dessen. Da weiß ich noch nicht, was ich mit den Punkten machen möchte.
Aber sind diese Sachen jetzt wirklich alle zerstört worden? Ich muss mal, vielleicht liegt es auch gerade das an der kürzlichen Einnahme. Okay. Aber das würde ich sagen, reicht für heute. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Wenn es so ist, dann lasst ein Like da. Ja, nicht vergessen, Kanal auch zu abonnieren. Und dann sehen wir uns einfach mal in der nächsten Folge. Und ja, ich habe auch eine Abstimmung bei mir in der Community. Macht mal mit, was die anderen Let's Plays noch so ein bisschen angeht. Würde mich sehr interessieren, was eure Meinung dazu ist. Da haben schon einige mitgemacht. Und das gucke ich mir noch an bis so ungefähr Mittwoch, Donnerstag, also so ungefähr den 10.4., 11.4. Und je nachdem, wie ihr dann abgestimmt habt, weiß ich dann, wie es mit den anderen Let's Plays hier auf dem Kanal weitergeht. Ich danke euch auf jeden Fall mal jetzt fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.